Hey, yo, hallo, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Und heute geht es um den Polaroid P4 Bluetooth-Lautsprecher natürlich. Ja, das ist der größte von der Serie. Es gibt noch den P1, P2, P3. Das ist jetzt hier der P4. Der ist ein richtiges Drei-Wege-System. Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner und auf der Rückseite einen riesigen Passivradiator, der leider nicht besonders gut abgestimmt ist. Da kommen wir aber gleich nochmal auf den Soundcheck zu sprechen. Und ja, ich habe gedacht, ich stelle euch den heute mal vor. Den gibt es aktuell reduziert für um die, sogar jetzt gerade nochmal neu reduziert, 129 € in der Farbe Schwarz. In Gelb kostet er nochmal mehr. Ich glaube, es gibt auch noch eine andere Farbe, die wird aber bei Amazon nicht angeboten. Ich habe ihn selber für 145 € gekauft. UVP sind 289,99, also ein ganz schöner Oschi, was den Preis angeht. Und ja, es gibt leider gar keine Specs irgendwie zu dem P4. Das heißt, ich habe jetzt da nichts gefunden, was die Wattzahl angeht oder so. Das Einzige, was angegeben wurde, war Bluetooth 5.1 und die App, die ihr noch installieren könnt, um da Software-Updates zu machen. Das habe ich übrigens auch schon gemacht. Die heißt einfach Polaroid Music. Ist relativ unübersichtlich. Also man kann dann da Radio und Co. einstellen. Ist aber jetzt nichts Sehenswertes. Deswegen werde ich das jetzt hier auch nicht zeigen. Im Soundcheck, denke ich mal, werde ich hier die, ja, Irfan Yubum L antreten lassen, was ja ein deutlich kleinerer Lautsprecher ist und auch deutlich günstiger ist. Man wird aber hören, dass die Irfan so bis halber Lautstärke wirklich deutlich mehr Bass hat als die Polaroid P4. Die hat wirklich keinen guten abgestimmten Bass. Wie gesagt, man hat auf der Rückseite gesehen, riesiger Passivradiator, aber leider überhaupt nicht abgestimmt. Ja, im Lieferumfang sind hier einmal dieses USB-C auf USB-C-Kabel vorhanden, aber ich habe keinen Adapter in der Verpackung gefunden. Finde ich ziemlich schade, ganz ehrlich. Also für 290 € nicht mal ein Ladegerät irgendwie, was mit USB-A auf USB-C ist, sondern hier nur USB-C auf USB-C, ist eine Frechheit, finde ich. Und ja, dann haben wir noch den Polaroid P4 Music Player, die kurze Anleitung, Safety und bla bla bla. Das war es dann aber auch schon. Also das ist auch schon sehr spartanisch. Ja, ansonsten, hier habe ich noch die Hülle, die passt jetzt aber gerade gar nicht mehr irgendwie so aufs Dings drauf. Da gibt es auch keine Angaben oder so. Das ist einfach zu groß jetzt gerade. Sind nochmal so ein paar Knöpfe. Ach so, die Knöpfe, ja, die würde ich euch auch nochmal zeigen. Das ist natürlich alles so ein bisschen auf Retro gehalten. Wir haben hier einmal den An- und Ausschalter in Rot. Dann haben wir die, ja, Skip-Tasten. Wir haben den Lauter-Leiser-Regler hier noch mit so einem richtigen Rad. Den Music-Button, da heißt, da könnt ihr dann zum Beispiel die verschiedenen Radiosender, die ihr in der App habt, einstellen. Den Love-Button, der speichert dann sozusagen den Sender und dann noch den Pairing-Button hier ganz rechts. Das war's dann aber auch schon. Und ja, würde ich gar nicht mehr so viel rumreden und wir gehen einfach mal in den Soundcheck und sehen, was sie so drauf hat.
Don't look behind your back. Days are light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. So, und dann kommen wir jetzt noch zum Fazit von dem Polaroid P4. Ja, also ich denke, im Soundcheck habt ihr gut rausgehört, dass der Irrfan Newboom L deutlich besser geklungen hat, deutlich auflösender, wirklich mehr Bass. Wir haben jetzt hier auf der Lautstärke Stufe 6 gespielt. Ich glaube, es gibt 19 insgesamt. Der wird aber irgendwann auch nicht mehr lauter. Das ist dann einfach nur noch, ja, dieses Mittenpushen und also dieses Rumfaken. Der Irrfan hat, wie gesagt, hier deutlich besser abgeliefert. Ich meine, den gibt es so um die 60 Euro. Das Ding kostet 290 Euro. Ich finde das eine absolute Frechheit hier mit diesem USB-C-Kabel. Das muss ich nochmal ansprechen. Das ist wirklich eine Frechheit für diesen Preis. Ich wollte ihn eigentlich auch noch gegen die Tribal Stormbox Blast antreten lassen, habe es dann aber sein lassen, weil das einfach keinen Sinn macht vom Klang her. Die Tribal würde die Polaroid hier wirklich in Grund und Boden stampfen. Ich denke, man hat das jetzt auch schon bei der Irrfan gut gehört. Und ja, also, falls ihr wirklich Interesse an so einem Design habt, aber euch der Klang nicht so wichtig ist, dann könnt ihr hier gerne zuschlagen. Die ganzen anderen Serien von Polaroid, also der P1, P2, P3 und jetzt auch der P4, sind nichts Besonderes, leider total schlecht abgestimmt. Der Passivradiator hinten, der hat überhaupt gar keine Schwingungen. Erst auf höheren Lautstärken fängt das an. Der, wie gesagt, neueste Software ist drauf, es ist jetzt keine Verbesserung gekommen oder so. Da wäre auf jeden Fall Potenzial da gewesen, aber das wurde leider verschenkt. Ja, ansonsten alle Links natürlich, wie immer, findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Daumen hier einmal pusht und einmal vielleicht noch einen Kommentar da lasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.